Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um Solarenergie gehen. Besser gesagt habe ich mir ein Set zusammenstellen lassen von der Firma Paulmann Licht. Das ist speziell konzipiert für Garagen, für Carports, aber natürlich kannst du auch ganz andere Sachen damit beleuchten. Beispielsweise jetzt hier dieses Terrassendach, was ich dieses Jahr aufgebaut habe. Und da möchte ich so ein bisschen Licht mit ins Spiel bringen, angeknüpft mit dem Carport, was direkt hier nebenan steht. Und wie du das machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Als allererstes brauchen wir natürlich unseren Energieträger. Das ist jetzt hier dieses Solarpanel, Solarcharger, maximal 10 Watt, 12 Volt. Das Tolle ist daran, da ist ein Akku eingespeist, sprich der speichert dann natürlich das, was ihr am Tag aufnimmt an Energie und könnt es dann abends rausgeben. Des Weiteren brauchen wir natürlich unterschiedliche Leuchten. Ich habe mich jetzt hier für diese zwei Modelle entschieden. 3x2 Watt, 12 Volt, sind recht hell, 180 Lumen haben die. Das Ganze habe ich jetzt zweimal genommen. Und natürlich brauchen wir dann dementsprechend Zubehörmaterialien, beispielsweise 3 Meter Kabel, 2 Meter Kabel und solche T-Connector. Da könnt ihr beispielsweise jetzt aus einer Leitung 2 machen. Dann für das Carport habe ich mir was ganz Spezielles überlegt. Ein Bewegungsmelder mit LED-Lampe. Das Ganze wird dann auch an diesem Modul angeklemmt und läuft dann über einen Bewegungsmelder. Das Ganze, wie gesagt, könnt ihr auch für das Carport nehmen oder für die Garage. Beispielsweise habt ihr hier einen Controller, den könnt ihr beispielsweise mit einem Smartphone über Sprachsteuerung steuern. Oder ihr schließt das Ganze über einen Sensor an, sprich einen Bewegungsmelder. Und dann könnt ihr beispielsweise, wenn ihr dann in die Einfahrt reinfahrt oder in das Carport oder jetzt zum Terrassendach kommt, wird das Ganze dann angeschaltet. Dann ist es natürlich richtig toll gemacht. Bei der Firma Paulmann Licht auf der Webseite könnt ihr euch natürlich alles zusammenstellen. Ihr müsst jetzt kein Solarmodul nehmen, ihr könnt es direkt auch am Netz anschließen und dementsprechend, wie viel Kabel ihr braucht, ob 2 Meter, 3 Meter, 1 Meter, das könnt ihr euch dann auch alles zusammenstellen. IP67 ist das Ganze geschützt und natürlich, ich werde jetzt bei diesem Modul, ich werde zwei Stromkreise machen, sprich, dass unser Bewegungsmelder die ganze Zeit angeschlossen ist. Das heißt, wenn die Abenddämmerung kommt, springt er quasi an. Und die anderen zwei Lampen werde ich einfach einen Schalter dazwischen klemmen, damit man die Möglichkeit hat, hey, ich brauche jetzt Licht und mache das Ganze an, beziehungsweise ich kann das dann manuell steuern. Ausgepackt sieht das Ganze so aus. Wir haben jetzt hier hinten eine hellgraue Kunststoffabdeckung, vorne das Ganze, diese drei Leuchten, ist schön warmweiß, werden wir später noch mal im Video sehen. Hinten haben wir die Befestigung, die können wir links und rechts arretieren dann später und dann dementsprechend beispielsweise hängend anbringen, wenn ihr möchtet, oder waagerecht stehen und dementsprechend habt ihr noch mal die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Anschlüsse sind hier hinten, sprich wir können jetzt auch die Lampen miteinander koppeln, 3, 4 in Reihe schalten und dort geht das dann weiter. Also einen Eingang und einen Ausgang haben wir. Und beim Solarmodul ist es so ähnlich aufgebaut. Hier ist die Platine und hinten haben wir natürlich, ich sage jetzt mal den Netzteil oder den Speicher. Da wird dann alles drin abgespeichert. Hier hinten haben wir nochmal An- und Aus-Knopf, um das Ganze dann einzuschalten oder auszuschalten bei Bedarf. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu neigen. Und dort ist das Terrassendach. Das Terrassendach hat eine Breite von 5,50 Meter, eine Tiefe von 5,50 Meter, also recht quadratisch. Dazu gibt es noch eine Bauanleitung, die werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt fangen wir an mit der Montage. Ich habe mir so überlegt, dass wir ein Strahler, ein Element vorne direkt an der Kopffette anbringen, beziehungsweise an der Wandfette, und ein hier vorne an der Fußfette. Warum, weshalb hier vorne an der Fußfette? Wir möchten einfach den Garten anleuchten. Wenn man mal die Möglichkeit hat, nachts, wenn man irgendwas hört, den Garten zu beleuchten. Die Montage war wirklich kinderleicht. Schrauben waren mit im Lieferumfang enthalten, ganz wichtig, Edelstahlschrauben. Ja, und zunächst bringen wir erstmal unsere Strahler an, sprich auspacken, ansetzen, die Bohrlöcher markieren, bei Holz natürlich vorbohren, nicht, dass eine Schraube abreißt, und dann schraubt ihr das Ganze fest. Ganz einfach. Das Ganze noch neigen und dann geht es eigentlich
um die Kabelmontage. Und das war eigentlich das Schwierigste. Ihr könnt die natürlich um den Pfosten rumwickeln. Ihr könnt das Ganze mit Kabelnägel befestigen. Ich habe mich jetzt für eine Variante entschieden. Und zwar nehmen wir einfach Kabelrohre. Da drinnen wird das Rohr dann geführt. Die Kabelrohre könnt ihr zusammenstecken. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass der Stecker samt Kabel in das Kabelrohr hineinpasst. Da gibt es unterschiedliche Größen. Und dann markiert euch ungefähr alle 50 bis 80 cm ein Rohrhalter. Der wird mit einer Schraube an den Balken festgeschraubt. Und dann könnt ihr das Kabelrohr dort hineinklipsen. Ganz, ganz einfach. Und wenn die Länge von 2 Metern mal nicht ausreicht, kein Problem, Ganze ausmessen, dann zuschneiden. Ich habe jetzt hier meinen neuen 12 Volt Winkelschneider dafür verwendet. Ging wirklich ja tadellos. Und dann könnt ihr das dementsprechend auf Länge schneiden und zusammenstecken. Am Ende verbinden wir noch die Lampen mit dem Kabel. Und da könnt ihr auch gar nicht viel falsch machen. Das Ganze passt nämlich nur einmal. Wichtig ist, dass ihr das Ganze schön zusammendrückt, damit die Dichtung auch abdichtet. Und dann einfach den Ring bis zum Anschlag festdrehen und fertig. Dann habe ich wie am Anfang des Videos nochmal einen Schalter montiert, damit ich den Stromkreis unterbrechen kann. Dann noch das Solarmodul befestigen. Das könnt ihr mit zwei Schrauben festschrauben. Ich habe es jetzt hier auf den Carport gesetzt. Den Neigungswinkel einstellen. Ja, und dann war es das Ganze. Zu guter Letzt habe ich nochmal den Bewegungsmelder unter dem Carport angeschraubt. Hier auch das gleiche Spiel. Das Ganze wird mit zwei Schrauben angebracht. Dann kannst du den Sensor positionieren und natürlich gibt es dann drei Funktionen zum Einstellen. Einmal die Helligkeit, einmal die Dauer und dann die Empfindlichkeit von dem Bewegungsmelder. Und hier sehen wir das Ganze, da geht er an, ist ziemlich hell, täuscht vielleicht so ein bisschen auf dem Bild. Zum Vergleich mal hier mein Handy, was in der Regel auch schon sehr hell ist. Aber das Ganze leuchtet den Weg aus und reicht für unsere Zwecke vollkommen. Und so schaut dann das Gesamtergebnis aus. Wie ihr sehen könnt, haben wir einmal die Fläche vom Terrassendach ausgeleuchtet und einmal den Garten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich noch ein paar mehr Strahler installieren oder beispielsweise im Carport oder in der Garage. So ein Solarmodul ist wirklich eine feine Sache. Vor allem, ihr tut was für die Umwelt und ihr schont den Geldbeutel. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du Fragen hast zu dieses Thema, dann lass es mich doch wissen anhand eines Kommentares. Ansonsten würde ich sagen, geht's zum nächsten Projekt. Und dort geht es um ein Balkonkraftwerk. Ich habe es jetzt gewagt. Ich habe mir ein Balkonkraftwerk bestellt. Und das werde ich die nächsten Tage auspacken. Wenn du wissen willst, was ich darüber denke, was ich davon halte, wie skeptisch ich war und was ich mir für Gedanken gemacht hatte, dann schalt doch einfach ein oder abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpassen kannst. Bis dahin, ciao.